Auf so eine Überraschung hoffen auch die anderen Verkäufer in den langen Schlangen vor den Expertentischen. Sven? Ich find's super. Horst. Ach, jetzt weiß ich auch, wofür du da Ding brauchst. Alles ja. Klar, ich dachte schon mal, der schickt dir mir ein Kabel holen. Hallöchen, der Horst, wer bist du? Die Tanja. Tanja. Ich habe eine Weltraum-Stereoanlage mitgebracht aus den 70er Jahren und auch eine Fanta-Werbung, die auch Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre wohl hergestellt wurde. Unter 300 Euro würde ich vielleicht die Weltraum-Anlage gar nicht gerne abgeben, weil natürlich auch Herzblut da dran hängt. Ich hatte schon viele Platten drauf gehört und viele Stunden abends da gesessen mit meinem Mann und die bestaunt, weil sie natürlich auch schön ist. Ne? Weiß dein Mann denn, dass du hier bist? Ja, das habe ich ihm schon gesagt. Ja, weiß er auch, was du mitgebracht hast? Ja. Und was sagt er dazu? Hoffentlich kauft's keiner. Ich glaube, er ist da so ein bisschen hin und her gerissen. Ne? Ja, Sven, das war mir relativ klar jetzt. Ja. Aber was ist das? Ist das da ein Waffeleisen oder was? 70er-Jahre-Waffeleisen? Das ist ein 70er-Jahre-Waffeleisen, was Musik ausschmeißt. Das ist ein Radio, das ist sogar ein komplettes Stereosystem der Marke Weltron. Also so ein Gerät habe ich ja in meinem Leben noch nicht gesehen. Funktioniert das noch? Ja. Bis auf das Kassettendeck ist eigentlich sonst alles intakt. Lass mich raten, das frisst die Bänder. Genau so ist es. Darf ich euch jetzt einmal unterbrechen? Ja. Jetzt machen wir den kleinen Wow-Effekt. Also Power. Und jetzt sehen wir erstmal, wow, wie spacig das ist. Jetzt dauert es ein bisschen und jetzt kommt auch schon das Radio. Damit können wir halt sagen, das Radio funktioniert schon mal. Also, ja, sehr cool. Das ist nichts. Stimmt. Plattenspieler. Sagst du, funktioniert? Funktioniert. Gut. Boxen sind natürlich interessant vom Klang. Kassettenrekorder ist vorne drin. Super stylisch. Ich finde es einfach nur klasse. Bei dem Objekt ist es halt nur mal so, wir haben das Problem mit den kleinen Defekten. Wir haben hier oben einmal an der Plexiglasscheibe diese Risse. Ja. Dann das nicht zu vermeidende Ausfallen, vermutlich des Kassettenteils. Aber ansonsten finde ich das Ding eigentlich wirklich super. Das hört sich sehr, sehr gut an. Ich erinnere mich jetzt gerade Mitte der 70er Jahre, weil da waren die Kompaktanlagen ja eine Sensation. Ja. Und ich habe tatsächlich, da muss man sich mal vorstellen, wie bescheuert ich war, meinen ersten Lehrlingslohn mir in 5 Markscheinen auszahlen lassen. Bin zu einem Elektroladen, den gibt's nicht mehr, hingegangen und habe mir eine Kompaktanlage gekauft. So ein spaciges, flaches Teil in Anthrazit mit allem drin. Habe ich am Boden. Meine Eltern haben die Krise bekommen damals. Aber das hätte ich mir auch gebaut. Das finde ich unfassbar cool. Und ich weiß, es gibt viele 70er-Jahre-Fans. Ja. Also hierfür weiß ich, gibt Menschen, die hängen sich so weit in die Wohnung. Partykeller gibt's nicht mehr so groß. Sie ist gut erhalten und wird heute auch echt von Sammlern gesucht. Es geht jetzt nicht nur um Getränkesammler, sondern auch alter Reklame. Wo liegt sowas? Also ich würde den Wert hier so zwischen 50 und 150 Euro einschätzen. So, und dieses Monster? Dieses Monster würde im komplett Top-Zustand, ich denke, so zwischen 500 und 700 Euro bringen. Nichtsdestotrotz sieht es jetzt hier so aus, dass wir diese Defekte haben. Das Kassettendeck ist defekt, wir haben diese Plexiglasscheibe, die defekt ist. Ich denke trotzdem, dass jemand bereit ist, da noch zwischen 100 und 200 Euro für auszugeben. Weil diese Scheibe halt verdammt teuer ist und die ist halt sehr rar. Und die extremen Sammler möchten das gerne heil haben. Und aber was wir haben, sind echte Raritäten, echtes Rares. Und ich hoffe, dass wir dafür kriegen, das, was wir wollen, Bares. Ne? Ja. Das war jetzt eine Überleitung, ja, oder? Respekt. Ich würde sagen, dein Händler Kärtchen. Vielen Dank. Ja? Ich möchte wissen, wer da oben richtig steil drauf geht. Ich habe 2 im Hinterkopf. 2 habe ich im Hinterkopf. Ich sage jetzt nicht wer, aber es könnte passieren, dass du runterkommst mit einem Strahlen im Gesicht und dein Freund morgen wieder sucht im Internet, dass er was Neues findet. Na, hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht. Meine Augen haben ganz einfach geleuchtet, weil es absolut was war, wo ich mich auch für interessiere. Und das sind, man findet diese Sachen noch oft, aber gerade die Weltron in dem Zustand, okay, Plexiglasdeckel ist kaputt, aber drauf geschissen. Also ich würde jetzt gerne sagen, lass mich bitte zu den Händlern hochgehen, weil ich finde diese beiden Sachen super toll und wären auch für mich echt interessant. Da wärst du jetzt richtig so. Ich bin so ein bisschen, ja, leider, schade, ich finde es toll. Also weißt du, was ich toll finde? Ich entdecke das erste Mal eine Schwäche bei Sven. Ja. Normal, der weiß alles und alles, aber das ist die erste Schwäche. Ich lasse dich damit ganz in Ruhe. Danke, ich genieße es noch ein bisschen. Genieße ein bisschen. Ja. Ich bin natürlich froh, dass ich jetzt endlich meine Experteneinschätzung habe, bin natürlich schon ein bisschen enttäuscht, weil ich mir eigentlich ein bisschen mehr davon versprochen habe.
Ich bin schon ziemlich aufgeregt, muss ich sagen. Aber eine richtige Strategie habe ich eigentlich gar nicht entwickelt. Ich denke, ich lasse einfach mal auf mich zukommen und gucken, wie die Teile wirken, die ich mitbringe. Und dann ergibt es vielleicht von selbst. Ob die Händler jedoch genauso begeistert sein werden wie vorhin Experte Sven? Oh, grüß Gott, jetzt wird's interessant. Lass dir mal eine Fanta schmecken. Genau. Ja. Ja, Dankeschön. Was ist das für ein Bügeleisen? Oder? Das ist eine Stereoanlage aus den 70er Jahren. Beltron. Stereoanlage. Ende der 60er Jahre hat leider einen kleinen Defekt. Also es ist auf jeden Fall ein Hingucker. Ne? Der Plattenspieler funktioniert einwandfrei. Nur das Kassettendeck hat leider den Geist aufgegeben. Ne? Das ist nicht schlecht. Witzig ist es allemal. Zusammen oder nur einzeln? Zusammen oder einzeln? Also für den Plattenspieler gebe ich 25 und für das Teil gebe ich 50. Sind wir bei 75. Das ist ja auch kaputt da. 75, da ist aber schon hochgemessen. Da nehme ich es gerne wieder mit nach Hause. Optisch passt es zum Fabian, seinem Outfit, würde ich sagen, schwarz-weiß. Das stimmt. Also ich würde einen Huni bezahlen. 100. 100. Für beides? Nee, das will ich nicht haben. Aber das Kassettendeck ist kaputt. Das ist total leicht zu reparieren, habe ich gehört. Ich habe mich mit einem Experten unterhalten, der hat das gesagt. Und das Radio funktioniert ja super und der Plattenspieler auch und die Lampen auch noch alle. Das hat mir auch. Ja, dann mach das Ding mal an. Haben wir da irgendwo was Strom? Heute kommt auch was drauf. Es schaut so spacig aus, würde ich sagen. Ja, es kommt ja aus der Space Area. So, wo sind die Lampen denn? Hier ist es sehr beleuchtet, aber also wenn man jetzt. Naja. Wo sind denn die Lautsprecher? Die sind hier integriert, aha, ne? Muss man halt ein bisschen suchen. Ne? 150 für beides. Nee. 150 für dieses Stück. Alleine. Da würde mein Mann, glaube ich, arg mit mir schimpfen. 170. Kann ich mir gar nicht so richtig vorstellen. Ja. Das ist nur das Kassettendeck und hier dieser klitzekleine Fehler, den man hat. Ja, gut, ich komme mal reparieren. Das stört mich sehr. Also ich würde ihn dann mir selbst hinstellen, weil ich es einfach nur sehr schön finde, das Teil. Also aber mit, wenn man dann mit der Brause 200. Echt? Jetzt haben wir schon bei 200. Also für die 200? Nein, für beide. Die Brause 100 Teile. Also die können Sie für 200? Ich nehme das für 190. Legen Sie noch einen Zehner drauf, dann wäre mein Mann auch ganz glücklich. Beides zusammen da. 230. Nein. Wie? Nein. Oh, nein. Nein, 200 für den Plattenspieler. Jetzt. Ja, da könnten wir ins Geschäft kommen. Sie müssen beides zusammen machen. Gehen wir mal her, der Fanta-Teil, dann ist er jetzt. Um die Birnen zu wechseln. 250 für beides. Ah ja. Was würden Sie denn für die Fanta alleine geben? Ich kaufe nur zusammen. Sie kaufen nur zusammen. Ja, also da kommen wir bei 250 leider nicht zusammen. Dann jetzt dann bin ich raus. 200 für dieses Einzelstück. Bei 200 Euro könnten wir uns treffen. Mhm. Ja, Fabian, du hast die Kloschüssel. Das UFO. Da kann auch ein UFO sein. Bitte schön. Dankeschön. Und auf Wiedersehen. Was meinst du, dass der Mann froh ist, dass du die Fanta wieder mitbringst? Dieses Gerät finde ich herzallerliebst. Schwarz-Weiß ist sowieso genau meins, wie man sieht. Und ich freue mich absolut über diesen Kauf. Das bekommt einen super Platz in meiner Lounge und wird da wahrscheinlich auch regelmäßig laufen. Ich habe exakt dieses Teil schon einmal gesehen in Orange mit Schwarz. Mhm. Und damals stand in diesem Geschäft 900 Euro drauf. Mehr muss ich dir nicht sagen. Also ich gratuliere dir zu deinem Kauf, Fabian. Ja, ich denke auch, das war guten Kauf gemacht. Ist okay.